Hallo? Ja? Okay. Aha. Heiliges, von seinem explodierenden Heimatplaneten evakuiertes Alien, das in einem engen Schlafanzug einer riesigen menschlichen Fledermaus aufs Maul haut. Wir sind auf dem Weg! Willkommen beim Random Encounter, unserem Spielepodcast. Ich bin Tom. Und ich bin Batman. Wir haben heute die große Comic-Runde. Wir reden über Marvel Heroes, über das Deadpool-Spiel und über Injustice, Gods Among Us. Außerdem Chivalry, Medieval Warfare, Battlefield 4 und Mirror's Edge 2. Folge 91 des Random Encounters. Wir fangen erstmal an mit ein paar organisatorischen Sachen. Nummer 1 wäre, dass die nächsten 2 Wochen machen wir quasi Urlaub, da gibt es dann keinen Podcast. Traurig, wir, traurig. Hast du eine Maus in der Tasche? Du machst Urlaub. Ich ja, sitz also hier. Vor allem ich mache Urlaub. Nächste Woche bin ich gar nicht im Land. Die Woche darauf schon, da habe ich aber keinen Bock, Podcast zu machen. Und es sei dir gegönnt, Tom. Es sei ja. dir gegönnt. Das nächste ist, wir sind ja momentan immer so ein bisschen hin und her mit dem Podcast und dem Videopart unseres Podcasts. Es gab ja mal eine Zeit, da haben wir dann ganz oft so Audio-Podcasts gemacht. Das war dann hauptsächlich zeitbedingt. Aber momentan haben wir ganz großes Problem mit YouTube und diesen Urheberrechtssperren. Ihr lest es ja, wenn ihr uns auf Facebook verfolgt, des Öfteren mal, dass irgendwie ein Podcast einen Tag später kommt, weil ständig ist eine YouTube-Sperre da und dann ist das Ding gleich weltweit raus. Im Optimalfall sperren sie uns dann gleich noch das 15-Minuten-Limit dort und dann haben wir den Salat und müssen quasi, also kommt zu einer elenden Verzögerung. Leo muss Sachen vom Podcast nochmal neu schneiden, ist einfach nur super und elendig. Und wenn es nur um die neuen Folgen ginge, dann wäre das halt eine Sache, weißt du, dann könnte ich sagen, ja, bin ich halt in Zukunft vorsichtiger und ersetze gewisse Parts, aber was uns jetzt auch schon öfter als einmal passiert ist, ist, dass alte Podcasts, die monatelang ohne Probleme drin standen, plötzlich wurde da irgendwie ein Urheberrechtstreffer gemeldet genau. Und das Ding wurde entweder in Teilen der Welt oder gänzlich gesperrt, was dann wiederum dazu führt, dass unsere Privilegien auf dem Kanal, also zum Beispiel die Länge der Videos, die wir hochladen dürfen, wieder gesperrt wurden und so. Und dann müssen wir wieder gucken und wir löschen und war. Und ich kriege jedes Mal einen halben Nervenzusammenbruch. Und Es ist einfach super nervig. Jetzt haben wir natürlich mehrere Optionen. Wir könnten sagen, wir machen einfach in Zukunft nur Audio-Only-Podcasts. Das heißt, ihr kriegt dann wie bei einer Bonus-Round oder sowas, Bonus-Stage, ein Standbild und den ganz normalen Podcast. Es ist also einfach nur Audio, da kommt es dann drauf an, jetzt, was sind eure Gewohnheiten? Also guckt ihr den Podcast wirklich, guckt ihr euch das Video auf YouTube an oder auf unserem Blog und wenn ja, würde es auch euch auch reichen, wenn wir einfach quasi nur Screenshot-Galerien zeigen, also wenn Leo einfach nur Screenshots zu den Spielen zusammenschneidet, weil da haben wir zum einen kein externes Audio drin von Trailern oder sowas, das uns treffen kann von YouTube und keine Bewegtbilder, die uns treffen können. Damit fahren wir quasi sicher. Ja. Und wir haben auf jeden Fall keine Lust mehr, das so weiterzumachen, weil das ist einfach nur elends nervig und da würde uns mal eure Meinung interessieren, also schreibt uns das mal. Ja, also Screenshots hätten natürlich auch wieder ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Unter anderem hätten sie den Nachteil, dass es nicht immer gute Screenshot-Quellen gibt, sodass ich das dann unter Umständen von Videos rauscapturen müsste und so. Das könnte dann vielleicht auch nicht so hübsch aussehen oder so. Also sagt uns einfach mal, ob euch das überhaupt wichtig ist sozusagen und wenn ja, in welcher Form ihr das gerne sehen würdet. Da geht es jetzt halt hauptsächlich ums visuelle Feedback und ob ihr das braucht, also schreibt uns das. So, gab es noch irgendwas Organisatorisches? Ich glaube eigentlich nicht, es sei denn, du hast noch irgendwas. Nee, gut. Dann fangen wir an. Comic-Con ist momentan, beziehungsweise war gerade, und demzufolge gibt es viele Comic-Themen und Comic-Spiele, zu denen es Neuigkeiten gibt. Ein Spiel, über das wir noch nicht geredet haben, das aber schon seit Ende Mai, glaube ich, angekündigt ist, ist Marvel Heroes. Das ist so ein MMO, Free-to-Play-MMO im Stil von Diablo. Dich erinnert es an Marvel Super Heroes oder wie heißt es? Marvel Ultimate Alliance. Marvel Ultimate Alliance. Was du ja sehr gerne gespielt hast. Ja, habe ich tatsächlich. Also schon das ist irgendwie in gewisser Weise ein Diablo-Klon. Das ist halt auch so eine ISO-Klopperei mit den ganzen Marvel-Helden und hat sogar auch so ein bisschen diese Equipment-Sachen und vor allem eben solche Sachen wie Skill-Trees, dass die Helden sich immer weiter
verbessern und so. Und wenn man das jetzt sieht, das, was Marvel Heroes uns hier vorsetzt, das ist schon alles recht ähnlich. Ähnliche Perspektive, ähnlicher Ansatz. Und wieder nimmt man sich halt die beliebtesten Marvel-Leute, Leute wie Iron Man oder Black Panther, einer der beliebtesten Marvel-Helden überhaupt. Ich nehme an, die meisten von euch kennen ihn nicht. Kloppt sich da durch die Gegend. Besonders hier dran ist jetzt eben, dass es sozusagen MMO ist und dass es Free-to-Play ist. Und also ohne zynisch klingen zu wollen, aber ich finde, man sieht es ein bisschen. Also ich sag mal so, die Production Values, wie man so schön sagt, also die Ressourcen, die da hineingesteckt wurden, wirken jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Oder siehst du das anders? Also Nee, ich finde, man sieht halt, dass das Budget, was dahinter steckte, wahrscheinlich einfach ein bisschen geringer war als bei vergleichbaren Titeln. Aber ist ja eigentlich auch okay, wenn es dann halt umsonst ist. Aber weiß nicht. Also mich spricht es jetzt nicht wirklich an. Ich bin aber auch nicht so der große Comicbook-Fan. Hast du denn da jetzt irgendein erneutes Interesse dann? Oder würdest du sagen, ja, also ausprobieren würde ich es auf jeden Fall? Oder Naja, das ist übrigens, wenn Comicbooks nicht so dein Ding sind, dann wird die erste Hälfte des Podcasts heute sehr, sehr schwer für dich, weil wir haben danach noch zwei Themen dazu. Ja. Aber okay, nee, also ich sag mal so, was ich halt cool fand an zum Beispiel Marvel Ultimate Alliance oder auch diesen Vorgängerspielen, Marvel Ultimate Alliance 2 war ja schon das fünfte Spiel in der Reihe oder so, weil davor gab es schon X-Men und bla bla bla. Was ich da halt cool fand, war, man konnte mit seinen Lieblingssuperhelden irgendwie auf die Pirsch gehen und dann konnte man diese tollen Kräfte freilassen und einfach richtig Rambazamba machen. Das ist witzig und das zieht auch immer wieder. Interessant finde ich eben, dass das hier ein MMO ist und trotzdem eigentlich genau denselben Ansatz hat. Also du erstellst ja nicht deinen eigenen Charakter, wie jetzt sagen wir mal zum Beispiel bei DC Universe Online oder so. Weißt du, du erstellst ja nicht den neuen Superhelden, bei dem dann alle sagen, ach ja, du bist ja schon seit Jahren dabei, sondern auch hier ziehst du wirklich mit Iron Man und Spider-Man und was weiß ich nicht wem durch die Gegend, sammelst dann aber Equip nach dem Motto, Spider-Man findet die magische Zweihand-Axt, wie auch immer er sie dann benutzt. Und ja, und versuchst aber trotzdem eben aus der ISO-Perspektive Dr. Doom und seinen Schergen da unheimlich einzuheizen und so. Ich weiß nicht, wie gut das aufgeht. Also für ein Singleplayer-Spiel finde ich, ist das ein tolles Konzept und so. Aber ob das in einem MMO irgendwie, ob man da irgendwie wirklich eine lange Befriedigung draus zieht, ich weiß es Ich nicht. glaube, die gehen da so ein bisschen den Weg, den Blizzard geht mit Diablo, was ja auch so die Grenze überschreitet zwischen Singleplayer oder lokaler Multiplayer-Erfahrung und Online-Erfahrung und schon ein bisschen in MMO-Genre reinschreitet, obwohl es das ja nicht ist. Du bezahlst ja nichts monatlich, da ist es nur das Auktionshaus, hier weiß man es noch nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Items für deine Leute, die dich besser machen. Aber ja. Ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten. Da es kostenlos ist, kann man da problemlos mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, so gewisse Nummern eben, was weiß ich, mit Hulk die Gegend einreißen oder mit Wolverine da durch die Gegend slashen, das ist halt immer witzig, wenn es gut umgesetzt wird. Völlig ungeachtet des Formats. Wenn man da irgendwie einfach ein cooles Kampfsystem drin hat und denen witzige Skills gibt und so weiter, dann kann das, denke ich, in dem einen oder anderen Format immer wieder ziehen. Und also im Auge behalten auf jeden Fall. Ich hoffe bloß, dass es jetzt nicht so ein Fall ist, dass die sich einfach die Lizenz gesichert haben und sagen, ja, wir haben jetzt Ja. die große Lizenz, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen, denn doch, doch, ganz. Also, da muss man vielleicht immer noch wachsam bleiben. Du wartest ja derzeit unter anderem auf ein Spiel namens Transformers Fall of Cybertron, nachdem War for Cybertron richtig, richtig gut war und ein Überraschungshit 2010. Und die High Moon Studios, die haben dann zwischendrin zwar auch Dark of the Moon gemacht, was absolute Grütze ist, aber haben im Geheimen an einer weiteren Marvel-Franchise gearbeitet, oder was heißt weiteren, an einer Marvel-Franchise gearbeitet, und zwar an Deadpool, der jetzt sein eigenes Spiel bekommt, was auch einfach nur so heißt. Ja, Deadpool, das Spiel. Beziehungsweise nicht mal das Spiel, sondern einfach nur Deadpool. Ist durchaus, also ich sag mal so, es ist insofern cool und überraschend, als dass Deadpool normalerweise keiner der, ja, ich sag mal, der A-List-Charaktere ist. Ne? Er spielt garantiert nicht in der gleichen Liga wie die Avengers oder wie Spider-Man oder sonst Nee. irgendwas. Aber ich sag mal so, von dieser ganzen B-Riege ist Deadpool mittlerweile natürlich der verkultetste. Also in jedem Spiel, in dem er bislang auftauchte, war er so ein bisschen der Fanfavorit. Und sie haben ihn sogar in den Wolverine-Film reingepresst, einfach nur, weil die Fans Deadpool lieben. Und sie lieben ihn, weil er absolut, also A, geisteskrank ist, B, sich völlig darüber bewusst ist, dass er ein Comic- und ein Spielecharakter ist, also die Fourth Wall einfach völlig ignoriert. Und C, er ist völlig geisteskrank. Ich weiß, das habe ich schon gesagt, aber das kann man ruhig nochmal erwähnen bei Deadpool. Und insofern ist es eigentlich nur logisch, dass er aus der Liste der vielleicht nicht ganz so bekannten Superhelden jetzt sein eigenes Spiel kriegt.
Ob das spielerisch so eine interessante Sache ist, ist jetzt wieder die Frage. Denn ich sag mal so, rein was die Action und was zum Beispiel seine Fähigkeiten angeht, ist Deadpool, würde ich sagen, eher konventionell. Also er hat halt Schwerter und er hat Pistolen und er hat Granaten und er kann sich teleportieren durch so ein kleines Gerät, was er hat. Er ist halt so eine typische Rob Liefeld 90er Jahre Comic-Kreation und also da weiß ich nicht, wie interessant das ist. Das kann man dann nur versuchen, so wie wir es kürzlich bei Lollipop Chainsaw gesehen haben, eben durch sehr viel Humor und Over-the-Topness attraktiv zu machen, Ja, glaube ich ich. glaube aber durch ein richtig gutes Kampfsystem machst du das auch interessant, weil wenn du es so willst, kämpft ja Dante auch nur mit einem Schwert und Knarren und das ist richtig cool. Wenn sie da sich in der Richtung orientieren, kann es, glaube ich, ein richtig cooles Actionspiel werden, Action-Adventure. Man sieht ja in dem Trailer, den es gibt, schon, also zum einen den Humor, der da drin stecken wird und zum anderen auch ein paar Gameplay-Szenen. Ob die dann wirklich so stattfinden, wissen wir zwar nicht, aber das sieht schon sehr over the top aus und ich glaube, genau das muss es auch sein. Ja, das ist sicherlich die Qualität, auf die man bei Deadpool setzen muss. Da muss man sagen, Deadpool, wie gesagt, er ist in den letzten Jahren sehr verkultet worden und also er hat noch nicht den Punkt erreicht, wo er mir zum Beispiel schon wieder auf den Zeiger geht, aber ich sag mal so, man könnte ihn, also wenn sie es in dem Spiel übertreiben und nicht eine gute Gratwanderung hinkriegen zwischen dem Humor und, sagen wir mal, doch ernsthaften Spielmechaniken sozusagen, so dass es wirklich Spaß macht, dass man kämpft, könnte das auch nicht so toll werden. Aber ich bin da erstmal optimistisch. Wie gesagt, gerade dass dieses Studio, das Fall for Cybertron Studio dran sitzt, nämlich High Moon, das fand ich halt eigentlich das Bemerkenswerteste an der News. Weniger bemerkenswert, weil ich das eigentlich schon wusste, bevor ich es gehört habe, ist, dass Nolan North Deadpool spricht, denn Nolan North spricht in letzter Zeit immer Deadpool in den letzten Jahren. Das ist aber auch sehr gut, denn er macht das gut, er hat eine schöne Stimme dafür. Und ist Und zudem ein sympathischer Kerl. ist zudem ein sympathischer Kerl, so wie auch Deadpool, wenn er nicht gerade ein totaler Psychopath ist. Aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall eine Sache, hinter die ich mich klemmen kann. Wir sehen jetzt in dem Teaser noch nicht ganz so viel. Das, was gameplaymäßig drin ist, sieht jetzt eher konventionell aus. Also da müssen wir vielleicht mal die Augen offen halten. Kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich schon auf der E3 angekündigt wurde. Wir haben es bloß bislang nicht behandelt, weil wir können ja nicht jedes Spiel behandeln hier. Nein, also wir haben es. Ich weiß nicht, warum wir es nicht behandelt haben. Höchstwahrscheinlich, weil wir erstmal abwarten wollten, was daraus wird und ob es da ein bisschen was zu sehen gibt. Jetzt gibt es ein bisschen was zu sehen, nämlich zu Injustice, Gods Among Us. Oder wie es auf Deutsch heißt, Götter unter uns. Tatsächlich, ja? Ja. Okay. Also Ungerechtigkeit, Götter unter uns. Das wäre noch die Krönung gewesen. ist ein Kampfspiel und zwar von den Machern von dem letzten Mortal Kombat. Und das ist eigentlich schon mal, wie ich finde, eine große Sache, denn das letzte Mortal Kombat, ich mache keinen Hehl daraus, ist eins meiner Lieblingskampfspiele der letzten Jahre. Sowohl in Sachen Gestaltung als auch in Sachen Gameplay, unheimlich zugänglich, erzählt eine coole Story, hat wirklich ein paar schöne Elemente drin und so weiter und so fort. Jetzt machen sie ein Kampfspiel und obwohl man es im Titel eigentlich überhaupt nicht erkennt, ist es ein Kampfspiel, wo verschiedene DC-Superhelden und Schurken gegeneinander antreten. Also wir haben Superman, wir haben The Flash, wir haben Batman, wir haben Leute wie Wonder Woman oder Solomon Grundy. Und das ist, ja, also ich sag mal so, die Kombination aus Mortal Kombat und diesen ganzen Helden lässt natürlich sofort eine Glocke klingeln, nämlich Mortal Kombat vs. DC Universe, das Spiel. Und wenn wir uns das hier so betrachten, sieht es eigentlich auch so aus, als ob, naja, es sieht aus wie eine Mischung aus Mortal Kombat DC Universe mit dem letzten Mortal Kombat, sozusagen, dem Mortal Kombat 2011, wie man es ja auch manchmal nennt, oder Mortal Kombat 9. Ja. Und Aber schon ein bisschen schneller, oder? naja, irgendwie schon. Also, ich sag mal so, ich habe Matches gesehen von dem letzten Mortal Kombat, die auch jetzt nicht langsam waren oder so. Nur siehst du auch gerade, wie Flash kämpft. Wir gucken hier gerade nebenbei Material und da kämpft gerade Flash gegen Superman. Und das Material, was wir jetzt sehen, ist wirklich gut. Also es sieht aus, als ob es ein sehr cooles Kombo-System hat. Es gibt wieder so ein Power-Meter mit Over-the-Top-Ultra-Moves. Die sind zwar diesmal keine X-Ray-Moves, aber da gibt es so Moves, wo Flash einfach anfängt, um die Welt zu rennen. Ja, Ja, das ist tatsächlich, cool. er kreuzt den Ozean, dann sieht man den Globus von außen, wie er einmal um die Welt rennt und dann haut der Superman sowas von auf die Fresse hinterher. Also das ist alles sehr cool. Da spielen sie halt wirklich toll mit dieser Superhelden-Sache. Was hervorsticht an Injustice, ist, dass sie versuchen, ein bisschen mehr mit den Arenen zu machen, mit in denen man kämpft. Nämlich, die sollen wesentlich interaktiver sein, als es bei vielen anderen Kampfspielen der Fall ist. Es gibt interaktive Objekte, also in der Bat-Höhle gibt es dann eben, da gibt es irgendwie so Fässer, die jemand aufheben kann und dann kann er die seinem Gegenüber hinwerfen oder was sie auch machen, ist so Transitions innerhalb der Arenen. Das hat man in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass halt jemand irgendwo runterfällt und dann ändert sich die Arena. Aber hier gibt es dann wirklich solche Sachen wie prügel ihn durch den Boden in den Keller oder uppercutte ihn wieder auf das Dach vom Hochhaus oder so. Einfach dadurch, dass diese ganze, dass diese Superhelden-Nummer hier so umarmt wird. Und das ist auch, also
ich sag mal, stilistisch geben sie sich hier unheimlich viel Mühe. Ne? Wenn Superman so einen Kampf gewinnt, dann sieht man ihn, wie er zurück ins All fliegt sozusagen und dann hört er den nächsten Hilferuf und fliegt gleich wieder weiter und so. Also es ist unheimlich viel Fanservice drin und viel Liebe zum Detail. Und das finde ich eigentlich ist schon eine sehr coole Sache. Ich freue mich da vor allem auf den Story-Modus, weil das ist so das, was für mich Mortal Kombat, und ich habe ja versus DC nicht gespielt, ins Kampfspielgenre gebracht hat, nämlich einen Story-Modus, der eine Geschichte erzählt, die unterhaltsam ist, zwar trashig, aber unterhaltsam, und die auch entsprechend inszeniert. Und das gerade hier, gerade wenn es dann mit so Superhelden ist, die aufeinandertreffen und super Bösewichter dann ja auch noch, das kann richtig, richtig cool werden. Was mir da allerdings ein bisschen fehlt, und ich finde, man merkt es, gerade wenn der Flash einmal um die Erde rennt und dann Superman ins Gesicht haut, dann ist es eigentlich schade, dass es, dass sie so die Gewalt rausnehmen müssen von Mortal Kombat, weil das könnte so cool sein und so viel mehr Impact haben, wenn er wirklich, wenn du so siehst, wie Supermans Gesicht dann noch sich so verschiebt oder so. Auf jeden Fall, also da gibt es so ein paar Sachen. Ich finde auch nicht alles, was sie bislang gezeigt haben, gleichwertig gut. Also es gibt, sie haben später noch einen Kampf gezeigt, Batman gegen Solomon Grundy. Prinzipiell, also eine der Spielmechaniken, von denen wir jetzt schon wissen, ist, die Charaktere teilen sich grob in zwei Gruppen. Es gibt einmal die Gadget-Charaktere, eben wie Batman oder Leute wie Harley Quinn zum Beispiel, die auch als Kämpferin drin ist. Wobei ich mich dann schon wieder frage, wie rechtfertigen sie das, dass Harley Quinn gegen Superman kämpfen kann überhaupt? Naja, wie auch immer. Wird von der Spinne hier bis. Ja. Das Übliche. Falsches Universum, das ist Marvel. Bei DC werden keine Leute von Spinnen gewissen. Nein. Und dann gibt's Power-Charaktere, eben wie Superman, wie Solomon Grundy und ja, ihr könnt euch denken, wer da noch so alles kommt. Und ich sag mal, nicht alles hat die gleiche Wucht. Also zum Beispiel Supermans ultimative Attacke involviert, dass er den Gegner bis ins All schlägt und dann wieder zurück auf die Erde boxt. Batmans ultimative Attacke involviert, dass er ihn irgendwie an den Füßen aufhängt und dann ja einmal kräftig zuschlägt. Das ist irgendwie nicht dasselbe, finde ich. Also das ist vor allem, man hätte da eigentlich wesentlich mehr Möglichkeiten haben können, dass er irgendwie sein Batmobil ruft oder sowas. Ja, klar. Also wenn du schon so eine fast kinomäßige, fast cinematische Sequenz einleitest, dann kannst du auch wirklich vom Leder ziehen. Dann bist du nicht mehr gebunden an, was könnte der Charakter im normalen Kampf machen oder so. Vor allem, wenn man dann sieht, wie zum Beispiel diese Transitions in den Stages sind, wenn die da durch die Wände geboxt werden und so. Das ist alles so over the top inszeniert, dass ich finde, da könnten sie noch ein bisschen nachbügeln oder das alles noch ein bisschen aufwendiger machen. Ich frage mich auch so ein bisschen, wenn zum Beispiel diese langen Kinomomente kommen, also wirklich, wo die Charaktere sekundenlang auf sich einschlagen und du machst erstmal nichts, weil du nur zuguckst. Das ist am Anfang sicherlich extrem cool. Ich frage mich nur, ob es am Ende nicht ein bisschen nervt. Weißt du, wenn du dann wirklich jedes Mal 10 Sekunden davor sitzt und wartest, bis Batman wirklich durch alle Wände durchgekracht ist und dann erst wieder geht die Action los. Aber das einen nicht mitten im Kampf vielleicht ein bisschen rausreißt oder so. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was halt auch Mortal Kombat hat, weil viele Spieler spielen, weil sie die Fatalities sehen wollen oder alle X-Ray-Moves. Und danach ist für viele dann auch die Luft raus. Da kommt es dann halt stark drauf an, wie sehr die Gameplay-Mechanik tatsächlich fesselt und wie gut es ist und wie viel dann noch mit drin steckt. Und wenn sie das so machen wie beim letzten Mortal Kombat, was ja wirklich für ein Kampfspiel extrem gute Spiellänge hatte und Modi-Vielfalt und alles. Das hat dir so viel geboten für dein Geld und das könnte halt hier wieder der Fall sein. Ja, also es ist, es kommt halt ein bisschen darauf an, ob nach dem Novelty-Faktor wirklich noch irgendwas da ist. Ich fand, beim letzten Mortal Kombat war es der Fall. Ich traue ihnen zu, dass sie das bei Injustice, dieses Kunststück, durchaus wiederholen. Aber ich sag mal so, ich bin noch ein bisschen auf der Hut. Es ist bestimmt ein Spiel, also wenn das so weitergeht mit dem Material, was sie zeigen, ist es auf jeden Fall ein Teil, was ich mir hole. Aber ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, ob es halt langfristig was bringt. Ich sag mal so, die Story von dem letzten Mortal Kombat und auch schon die von Mortal Kombat vs. DC Universe war richtig cool. Und schon allein deshalb würde ich mir Injustice einfach mal reinziehen. Und ja, ich als alter Comic-Fan, naja, das versteht sich ja quasi von selbst. Gut, haben wir die Comic-Ecke dieser Woche eigentlich abgehakt? Yep. Kommen wir mal zu etwas mit ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr Gedärmen, die man dem Gegner mit einem Langschwert rausreißt. Es geht um ein Spiel, was du diese Woche entdeckt hast, nämlich Chivalry. Wie heißt es? Medieval Warfare. Das ist, glaube ich, der Untertitel. Und es ist ein Multiplayer-Mittelalter-Kampfsimulator First-Person-Teil. Das sollten sie so auf die Packung schreiben. Richtig, ich bin auch Werbetexter für die. Ja, das sind die Mod
Chivalry oder Age of Chivalry hieß die, für Half-Life 2 gemacht haben, was halt auch schon das gleiche war, einfach Mittelalterkampf in Multiplayer-Form. Und die haben diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, einen so einen Developer-Walkthrough rausgebracht, wo man mal noch mehr Gameplay sieht. Das ist schon seit einer Weile in der Entwicklung. Und da bin ich dann drauf gestoßen und fand, das sieht richtig, richtig klasse aus, weil sie sich halt so zum Ziel setzen, Nahkampf aus der Ego-Perspektive richtig, richtig spaßig zu machen und zudem noch Mittelalter-Multiplayer-Spiel richtig spaßig zu machen. Und genau danach sieht's aus. Kein leichtes Projekt, denn wir wissen beide, nee, dass Nahkampf im First Person ist ganz schwer hinzukriegen. Es gibt ein paar Spiele, aber es geht. Ja, es geht. Es gibt ein paar Spiele, da ist das sehr gelungen, und es gibt ein paar Spiele, bei denen, sag mal, gibt's zwar Leute, die sich dran stören, aber es gibt auch Leute, die es ganz großartig finden, so Condemned oder so. Ja, es gelingt auch oft in der Nische. Xenoclash zum Beispiel ist ein Spiel, was wahrscheinlich kaum jemand gespielt hat, aber das hatte halt Melee Combat mit so Fäusten, was gut funktioniert hat. Dark Messiah of Might and Magic fand ich, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil es dieses auch Nahkampf mit zwei Dolchen oder einem Schwert und Schild und sowas, das hat's richtig, also weiß nicht, das hat sich, du hast richtig gemerkt, wenn du den Gegner getroffen hast. Hm. Das ist was mir in Oblivion und Skyrim völlig fehlt. Hm. Also da befriedigt mich der Kampf einfach nicht, und hier ist es so. Und hier sieht's, bei Chivalry sieht's halt auch so aus, als wäre das der Fall. Und ich glaube, bei so einem Spiel, so blöd es auch klingen mag, Brutalität hilft. Ich weiß, was du meinst. Also ich nehme an, dass keiner von unseren Hörern jetzt so ein Jugendschützer ist, der sagt, oh mein Gott, sie haben gerade die Brutalität an sich gelobt. Aber darum geht's auch nicht. Brutalität ist nur ein Mittel zum Zweck. Und in dem Fall, wir betonen es immer wieder, was zum Beispiel bei Kämpfen ganz wichtig ist, ist solche Sachen wie Trefferfeedback oder so. Es macht wirklich einen Unterschied, ob du ins Leere haust und keinen Widerstand merkst für deinen Charakter sozusagen. Oder ob du wirklich merkst, okay, jetzt bin ich an seiner Rüstung abgeprallt, jetzt bin ich durch die Rüstung durch, jetzt habe ich irgendwie ihn geschnitten oder getroffen oder so. Und das macht einen Unterschied. Und bei Chivalry sieht man einfach, dass da mit einer gewissen realistischen Physik, also jetzt unabhängig von der Physik Engine, sondern wirklich von dem, was man sieht, sozusagen gearbeitet wird, dass hier wirklich im Nahkampf, ja, es ist Substanz da einfach im Nahkampf. Ich habe gleich gesagt, mich erinnert es ein bisschen vom Nahkampf her an Mount & Blade, was einen ganz eigenen Ansatz hat für diese ganzen Nahkampfsachen, wo dann zum Beispiel auch so eine Sachen eine Rolle spielen wie, aus welcher Richtung greifst du an oder wie bewegen sich die Charaktere dabei, weil es zum Beispiel Schadensboni oder Abzüge gibt, wenn dir, also es macht einen Unterschied, ob du jemandem entgegenreitest und ihm den Morgenstern ins Gesicht pflanzt oder ob er gerade von dir wegläuft und du erwischst ihn nur mit so einem Streifschlag oder so. Und das ist halt super, und das nehmen sich halt so wenig Leute vor, weil ganz oft ist halt Nahkampf in Shootern zum Beispiel oft nur so hinten rangepappt als die eine Taste, die du drücken kannst, wenn du halt mal nah dran bist, und es geht nicht anders. Mhm. Hier ist es wirklich, Nahkampf ist der Fokus, und ansonsten ist es natürlich ein Multiplayer-Spiel, eine Seite gegen die andere Seite, aber auch da insofern ganz cool, dass sie dir interessante Szenarios bieten, wie dass du eine Burg oder ein Dorf brandschatzen musst. Das heißt, du musst wirklich mit der Fackel die Häuser niederbrennen und Dorfbewohner abschlachten, während die andere Seite versucht, dich daran zu hindern. Also es ist halt wirklich so ein Szenario, wie man es halt aus klassischen Mittelalter-Epen kennt. Ja, jetzt machen sich einige von euch natürlich Sorgen um Tom. Erst lobt er die Brutalität, jetzt freut er sich darüber, dass er Dorfbewohner töten kann und brandschatzen kann. Ich habe Game of Thrones geguckt in letzter Zeit, vielleicht hilft das zu entschuldigen. Man merkt's, Tom. Nein, also es ist, wie gesagt, das ist alles nur Stilmittel und Mittel zum Zweck, aber hier wirkt es halt gut eingesetzt, weil es auch die richtige Umgebung für sowas ist. Gewalt als Selbstzweck ist halt auch langweilig und so Grausamkeit und so, aber wenn du wirklich eine schmutzige, brutale, düstere Mittelalterwelt ins Leben rufen willst, dann geht das eben nicht mit Regenbogen und Sonnenschein. Und ja, Chivalry sieht so aus, als ob es eine sehr dichte Atmosphäre für so ein Multiplayer-Spiel aufbaut, und das ist auch immer hilfreich. Ja, die nächsten zwei Spiele wollen wir nur kurz besprechen, weil es darüber ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen gibt. Battlefield 4 wurde so quasi confirmed mit dem Beta, also dass man Beta Access kriegt, wenn man das nächste Medal of Honor preordert, was irgendwie ganz kurz nur da war bei Origin, und dann war es auch wieder weg, und dann hat DICE auch wieder gesagt, nee, das stimmt nicht, aber ist ja Quatsch. Also wir wissen ja alle, dass nächstes Battlefield kommen wird, ob es nur Battlefield 4 heißt oder Battlefield Modern. Ja. Irgendwas, Warfighter. Warcraft. Modern Warcraft. Ja, also Battlefield 4 kommt,
Hurra, hurra. Ja, das ist, ich finde diese DICE-Reaktion halt so ein bisschen albern, weil, ja, wen wollen die denn auf den Arm nehmen mit... Die haben gerade keinen Trailer fertig, den sie so hinterher schieben können. Ja, das ist, diese Publishing-Strategie ist, keine Ahnung. Wobei ich da sagen muss, dass es eigentlich viel zu früh ist für ein Battlefield 4. Mhm. Von daher, vielleicht ist es wirklich irgendwie ein Fehler bei denen, weil jetzt schon mit Battlefield 4 zu kommen, wenn man in der... wenn man Warfighter sich kauft, was ja noch dieses Jahr erscheinen wird, dann frage ich mich, wann soll denn dann diese Beta starten? Mhm. 2014? Und man hat jetzt schon den Beta-Access? Weiß ich nicht. Eure Kindeskinder haben dann Zugang zur... Weil dann habe ich auch bei EA die Befürchtung, dass sie sagen, okay, dann bringen wir jetzt, und das ist eine sehr realistische Befürchtung, Battlefield im Zweijahrestakt und machen Battlefield, Medal of Honor, statt wie Activision, Call of Duty. Ja, also wäre ich jetzt auch nicht so ein unheimlicher Fan von, weil, also was ich halt gerade cool fand, war, dass Battlefield 3 eben mal so eine Auflockerung war. Es klingt komisch, aber Battlefield war eine schöne Auflockerung von Call of Duty sozusagen. Also Call of Duty hat diese ewig gleiche Formel, die... manche Leute springen da hier mal wieder drauf an. Ich gucke halt ab und zu mal so einen Seitenblick rein und stell fest, ah ja, ist immer noch Call of Duty. Und Battlefield hat aber eben diesen anderen Ansatz, ne? Dieses, also wenn man halt in den Battlefield-Multiplayer guckt, diese großen offenen Maps, die Fahrzeuge und dieses ganze... Wobei die sich jetzt dem Call of Duty-Ding annähern, weil dieses letzte Add-on, was für Battlefield 3 kam, das heißt, glaube ich, Close Quarter Combat oder sowas, oder ja, irgendwie sowas ähnliches, hat nur so enge, kleine Maps ohne Vehikel, einfach nur Kampf Typ gegen Typ. Und das ist dann wieder sehr Call of Duty, wo sich die Leute auch beschweren teilweise, obwohl sie es ja spielen, weil es ja wohl immer noch Spaß macht, aber deswegen spielt man eigentlich nicht Battlefield. Naja, das wirkt halt so ein bisschen wie eine Maßnahme, also dass man versucht, den Call of Duty-Leuten so ein paar Fans wegzucachen oder so. Ja, und oder den Battlefield-Leuten keinen Grund zu geben, Call of Duty zu kaufen. Ja, das meine ich sozusagen, ja, also das, genau. Dass man irgendwie versucht, denen so ein bisschen, dass man versucht, Call of Duty einen Teil seiner Fanbasis abzugraben, weiß nicht, ob das so gut funktioniert, aber ja, meine Güte, vielleicht war es ein Versuch wert. Also ich sag mal so, Battlefield ist so eine Reihe, der ich von diesen ganzen Militärreihen halt deshalb etwas wohlwollender gegenüberstehe, weil es eben ein paar gewisse Eigenheiten hat, die cool sind. Und zum Beispiel Eigenheiten, die ich bei dem modernen Medal of Honor jetzt nicht so sehe, immer fairerweise gesagt, ich spiele die ja alle nicht, ich gucke immer nur, ich gucke mir die an und versuche dann herauszufinden, was halt dieses Spiel eigen macht. Bei Medal of Honor Warfighter habe ich bislang noch nicht so richtig festgestellt, was das Spiel eigen macht, bei Battlefield verstehe ich es so halbwegs. Ja, geht mir auch so. Ich habe mich aber auch nicht großartig mit Medal of Honor beschäftigt, obwohl ich ja diesen ersten, in Anführungszeichen, ersten Teil gespielt habe und auch eigentlich gern gespielt habe, aber der war halt auch wieder schnell aus dem Gedächtnis raus. Ich glaube, man hat einfach noch nicht so ganz die Abneigung dagegen, wie man sie zu Call of Duty hat, weil Call of Duty hört man jetzt seit Ewigkeiten im Jahrestakt und hat eigentlich immer das gleiche Spiel mit nur kleinen Änderungen im Vergleich zum Vorgänger. Mhm. Und da ist man wesentlich leichter ermüdet und freut sich dann, glaube ich, eher, wenn jetzt ein Battlefield 3 kommt, nachdem das letzte Battlefield Bad Company 2 war und das halt auch nicht einfach nur ein Jahr davor kam. Ja, das nächste ist wieder EA, die zudem noch ein Spiel haben, eine Franchise haben, zu der sich viele Leute eine Fortsetzung wünschen, uns eingeschlossen. Ja. Mirror's Edge 2. EA meint, sie haben es nicht vergessen, es ist auf ihrer To-Do-Liste, sie wollen es noch machen. Ich glaub's ihnen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es irgendwie in absehbarer Zeit bekommen werden. Ja, es ist ein bisschen traurig, weil Mirror's Edge 2... Und dann wird's ein Shooter. Mirror's Edge 2 poppt immer mal wieder so hoch. Wisst ihr, also wir haben alle halbe Jahr kriegen wir mal eine News rein zu Mirror's Edge 2 und das ist immer dieselbe. Es ist immer, Mirror's Edge 2 ist nicht tot. Und wir fragen uns, ja, schön, wenn es nicht tot ist, aber was ist es dann? Ist es im Wachkoma? Werden wir es jemals sehen? Kriegen wir das jemals irgendwie in die Finger? Oder zeigt ihr da mal bei der nächsten E3 was? Und die Antwort lautet immer, nee, aber wir haben es nicht vergessen. Es ist auf jeden Fall noch da. Es wirkt ein bisschen, als ob Mirror's Edge 2 so in einem Altersheim sitzt und die kommen ab und zu, um uns zu besuchen und sagen, ja, wir denken noch an dich. Das ist schon ein bisschen traurig. Also ich meine, das Schlimme an Mirror's Edge 2 ist halt, also an Mirror's Edge ganz allgemein ist, Mirror's Edge hat halt wirklich mal was anders gemacht und trotz aller seiner Schwächen hatte es ganz bestimmte Qualitäten, die man so in keinem anderen Spiel findet. Und
davon wollen die Spieler mehr, also die Fans von Mirror's Edge, aber großflächig kommerziell ist halt sowas schwer zu etablieren, weil was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und so weiter. Und neue Spielkonzepte setzen sich heutzutage ganz schwer durch, weil der Spielmarkt auch völlig überfüllt ist und so. Und dann sind dann natürlich EA und die gucken auf ihre Zahlen und denken sich, Mirror's Edge, könnten wir nicht lieber noch Battlefield 4 machen? Ja, das kann man ihnen ja auch schlecht vorwerfen. Andererseits, so richtig einen Franchise-Test mit nur einem Spiel ist halt schwierig, vor allem wenn es dann noch sowas wirklich Spezielles ist wie Mirror's Edge. Dass sie Mirror's Edge überhaupt gemacht haben, ist eigentlich, also, lobenswert. Mhm. Und dafür hat man EA ja damals auch gelobt. Sie haben ja Dead Space gemacht, Mirror's Edge, die hatten ja damals mehrere Franchises, mit denen sie komplett neu gestartet sind. Dead Space war ein Erfolg von Anfang an und haben sie jetzt, sind beim dritten Teil, den zwar inzwischen jeder langweilig findet, weil Dead Space so ziemlich all seine Eigenheiten verloren hat und zu einem normalen Action-Geballer wird, aber gut, und diese Befürchtung hätte ich dann halt, wenn sie jetzt sagen, okay, wir machen ein neues Mirror's Edge, das hat dann zwar bestimmt noch dieses ganze Movement, aber wahrscheinlich auch wesentlich mehr Shooting, und ich fand eigentlich sehr spannend, dass man den Feuergefechten ja eigentlich ausweichen muss und man muss ihnen, man muss davonrennen. Ich würde auch sagen, dass immer wenn es tatsächlich um diese Form von Action ging, also wirklich eine Knarre nehmen oder gar Nahkampf und so, kamen die Stärken von Mirror's Edge nicht so wahnsinnig zum Tragen. Also das waren eher die Passagen, die weniger gut gelungen waren. Obwohl es durchaus seinen Reiz hatte, irgendwie jemanden zu überraschen und ihm von vorne auf den Brustkorb zu springen und ihn so auszunocken, das war schon ganz witzig. Aber da könnte man auch noch polieren. Natürlich kommen von EA dieselben Lippenbekenntnisse, die sagen, ja, also auf jeden Fall denken wir da noch dran und wir gucken halt, welche Teams wirklich die Franchise verstehen und wer dem Spiel gerecht werden kann und wer das wirklich versteht, das Konzept. Aber wir lieben den Charakter Faith und wir lieben das Ganze und wir versuchen das auf jeden Fall wiederzubringen. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich dran glaube. Es wirkt mittlerweile eigentlich wirklich, als ob sie diese Franchise einfach nur einbehalten, damit es niemand anders weitermacht. Aber sowas gibt's einfach, dass so Franchises bloß nicht veräußert werden, damit kein anderer irgendeine Form von Konkurrenz aufbaut und so. Aber ich sag mal so, ich würde halt das eigentlich am liebsten sehen, aber das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung, dass Mirror's Edge wirklich von demselben Team angegangen wird und die einfach das Konzept polieren, das Spiel umfangreicher machen, denn auch das war keine Stärke des ersten Teils, und an den gewissen Schwächen noch schrauben und so, und dann hätte man da eigentlich auch schon wirklich einen guten Kandidaten. Und der Name, also bei allem kommerziellen, ich will jetzt nicht sagen Misserfolg, aber mäßigem Erfolg, den der erste Teil hatte, würde ich sagen, hat sich der Name doch gut genug verbreitet, als dass er sofort die Spieleszene und die Spielefans aufhorchen lassen würde. Ich glaube, also inzwischen durch Budgetverkäufe und sowas hat sich das Ding auch in Millionenform verkauft, würde ich jetzt zumindest mal annehmen, ohne offizielle Zahlen zu kennen, dass da eine Basis da ist, die Mirror's Edge kennt, und dass ein zweiter Teil sich auf jeden Fall deutlich erfolgreicher machen würde, wenn er denn auch wirklich ein gutes Spiel ist, als der erste. Aber da ist halt die Frage, investieren sie? Und wenn ja, wie viel investieren sie? Sie könnten ja auch sagen, wir machen einfach einen Xbox Live Arcade und einen PSN-Titel draus und dann wird es halt wieder was Kleines, was du dann nach 2 Stunden oder so durch hast. Oder das aber im Episodenformat, dass eine längere Geschichte erzählt wird aus mehreren Mirror's Edge-Episoden. Noch nicht probiert. Also bei Mirror's Edge könnte ich mir das fast vorstellen, weil da geht es eigentlich nur darum, dass du diese grundlegende Parcours-Mechanik hast und dann baust du dem Spieler halt coole Parcours und so und verknüpfst die durch eine Story. Also Mirror's Edge ist, glaube ich, kein Spiel, was ich zum Beispiel nicht auch in, sagen wir mal, 5 kleineren Portionen spielen könnte oder so. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, aber wahrscheinlich hört EA wieder mal nicht auf mich, höchstwahrscheinlich auch, weil sie diesen Podcast nicht hören. Mensch, John Riccitiello. Hör doch mal auf uns. Wirklich? Ja, ansonsten, das war's jetzt. Wir sind mit den News durch. Es gibt momentan auch, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ich bin eigentlich erstaunt, dass wir diese Woche noch so viel zusammenbekommen haben. Aber das liegt auch hauptsächlich an der Comic-Con. Wie gesagt, die nächsten 2 Wochen sind Urlaub. Guckt einfach mal bei Steam vorbei. Da findet ihr bestimmt Beschäftigung. Ja, gerade sind die Steam-Sales, falls ihr das jetzt nicht entdeckt habt. Und wir haben uns in den letzten Tagen ein bisschen ausgetauscht über die Sachen, die es da gibt. Und wir hatten beide bislang eigentlich unheimliches Pech, weil fast alles, was angeboten wurde, hatten wir uns schon mal teurer gekauft. Oder es interessierte uns einfach nicht oder so. Du hast jetzt eine Sache heute geholt? Ja, ich habe mir Dear Esther geholt, dieses, was eigentlich gar kein Spiel ist, wo man nur rumläuft und was erzählt bekommt für 2 Euro. Und das Add-on Wrath of the Lamb für The Binding of Isaac. Was ohnehin nur 3 Euro. Also habe insgesamt 3,50 € ausgegeben bisher. Es sind halt ganz viele, also es sind wirklich Top-Angebote drin. Steam ist da ja wirklich, wirklich gut drin. Ja, und diesmal sind es vor allem richtig viele. Die haben ja irgendwie Flash-Sales, alle paar Stunden gibt's was Neues. Man muss da richtig auf der Hut sein, wenn man alles mitkriegen will. Ja.
Aber dadurch, dass wir in der Regel alle aktuellen Sachen auch so mitkriegen durch unsere Jobs, ist da jetzt nicht so oft was. Also ich tendiere dann eher, mir so Sachen zu holen, die unter dem Radar driften. Ich würde zum Beispiel gerne mal, obwohl ich weiß, dass es scheiße sein soll, das Game of Thrones RPG spielen, einfach weil ich momentan voll im Game of Thrones Fieber bin und die Story von dem Ding ganz gut sein soll. Wie ihr vorhin schon gemerkt habt, Tom hat nicht genug Input an Gewalt und Sex. Insofern, ihr wisst, das Game of Thrones RPG. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, er soll einfach den Controller anschließen und während er die Serie guckt, so tun, als ob er sie spielt. Ja, Ich spiele auch, also hier mal ein kleiner Tipp, das war jetzt auch im Steam-Deal drin, da habe ich es mir nicht geholt, ich habe es mir vorher schon geholt. Crusader Kings 2 ist so ein Spiel, wo man eigentlich mehr Diplomatie macht, das ist ein Grand Strategy-Spiel, das heißt, ihr seht eigentlich nur die Karte und ganz viele Menüs von Europa oder von Westeros, wenn ihr euch die Game of Thrones Mod dafür holt. Und da geht es wirklich darum, deine Dynastie zu handeln, deine Söhne oder Töchter in andere Familien einzuheiraten, um wirklich dich in der ganzen Welt zu verbreiten. Du kannst zwar auch so deine Schlösser und sowas ausbauen und Armeen rumschicken, aber es geht eher um dieses Dynastie, um dieses Diplomatiesystem. Gab es, glaube ich, in der Form noch nicht und ist richtig krass komplex. Also dauert auch ein bisschen, bis man da reinkommt, aber lohnt sich. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, das ist eben bei Steam, wenn du da mal ab und zu in die Nischen reinguckst, dann gibt es da wirklich ein paar echt coole Sachen. Also auch gerade so im Download-Titelbereich oder so, also da gibt es sicherlich einige Sachen. Die einzige Sache, und da gibt es natürlich immer noch solche Sachen wie zum Beispiel die Daily Deals, die laufen ja immer noch weiter unten und so in dieser Oberfläche. Da habe ich zum Beispiel mal geguckt. Eine Sache, die mich interessiert hätte, wäre zum Beispiel das 2K-Paket gewesen. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht. Erstens, ich habe da, mir fehlen da nur drei Spiele insgesamt. Und zweitens, die sind alle Low Violence beim Ach deutschen so, Steam. ja, stimmt. Das ist ein bisschen schade. Und so, aber da gibt es sicherlich ein paar coole Sachen. Also guckt mal rein. Wir gucken auch mal, ob wir da was Schönes finden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Daikatana oder so. Das haben Ich wir vorhin glaube, das gibt's vergessen bei gar nicht auf guten Steam. Ego-Shooter-Nahkampf. Spielen. Daikatana mit Daikatana. großartiger KI. Oh je. Ja, dann war's das für diese Woche und für die nächsten 2 Wochen. Wir sehen uns dann in 3 Wochen quasi wieder dann wird es ja wohl genug News geben zum Nachholen. Also da werden wir schon was finden, über das wir reden können. Sollte man hoffen. Wir nähern uns auch so langsam, aber sicher der großen 100, ne? Also die Genau, Folge 100. die 100. Folge. Und ja, da müssen wir dann auch mal gucken, ob wir vielleicht. Vielleicht moderieren wir dann einfach nackt. Ich meine, ihr könnt es nicht sehen, aber so als kleines Jubiläum. Einfach so. Und vergesst nicht, uns zu schreiben, wie ihr, also euer Feedback zum Thema visuelles Feedback im Random Encounter oder reicht euch die Audioform oder reichen euch Screenshots, eure Meinung dazu. Alles klar, dann sagen wir an der Stelle Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.